Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. I better focus on this board and start tying these clues together. Sammle Informationen zu einem Charakter, indem du alle richtigen Hinweise auswählst. Für jeden Abschnitt muss eine... Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Dann halt nicht. Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Right? Okay. Also ich werde das dann immer mal vorlesen und dann hoffe ich, dass ich nur die markieren muss, die relevant sind. Also David Metzen und Nathan Prescott, oh, böser Name, sind beide in meinem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Amber als Drogenkurier in Mr. Metzens Polizeijargon für einen lokalen Dealer arbeitet. In Anbetracht des vorbildlichen Status Rachel sagte ich David, dass ich konkretere Beweise benötige und er versprach, er habe welche vorzuzeigen. Ich denke mal auch nicht, dass sie als Drogenkurier gearbeitet hat. Was ist das jetzt genau? Frank's account book. But the client names are encrypted. Okay, da wissen wir jetzt nicht. Vielleicht müssen wir da noch irgendwas mit machen. Maybe Rachel took a road trip with Frank, but she did come back. Okay, das heißt also, dass ich nicht einfach nur was markieren muss, sondern ob das jetzt relevant ist für den Verbleib von der Rachel, so wie es aussieht. So weird how close they were. But Frank couldn't keep Rachel or protect her. Ja. There's no doubt she loved him in some way. Aber das ist alles nicht wichtig für uns jetzt. Rot, ne? Must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Okay. Nacho, Husky, Windhund. Dackel, Labrador, Boxer, Wolf. Okay, ich markiere das jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich denke, das ist wichtig. Was ist das hier genau für ein Brief? So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Frank, was du getan hast, war uncool. Schieb's nicht auf die Drogen. Ach so, genau, das war das. Mir liegt etwas an dir, uns. Also müssen wir vielleicht mit der Routine brechen. Ich denke, dass das jetzt auch nicht wichtig sein wird. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich irgendwie damit zu tun hat. Yes, the game is on. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Okay. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. So, das war ja das, was wir jetzt eben gesucht, ausgewählt hatten. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Ah, da steht aber auch was mit Labrador, Windhund, Dackel. Aha, aha. Okay. Ach so, jetzt muss ich drei passende auswählen, oder wie? Oh Gott, dafür muss ich das ja erstmal nochmal ansehen. Da muss ich mir mal eben ein Bild von machen, weil das werde ich mir niemals merken können, so viel wie das ist. Okay,
Gut, dann schauen wir jetzt mal jedes einzelne Papier durch. Also, Boxerstrand, Kokain. Da stand aber doch gerade noch was anderes unten. Ach so, Blackwell war das, okay. Chihuahua, Bobtail, Shiba, Husky. Bobtail. Bobtail ist einmal drin, ja. Mrs. Fancy Car. Oho, oho. also Nathan ist Rod. Rod ist hier auch drin. Also markieren wir das jetzt erstmal. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber wir machen es jetzt mal einfach. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Ja, ne? So, hier steht, wenn ich das jetzt richtig sehe, nichts von Rod drin. Also markieren wir das nicht. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? So, hier lese ich jetzt auch nichts mit Rod, also markiere ich das auch nicht. Hm. Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Ja, genau. Das wählen wir aus. Drei können wir auswählen. I'm getting a contact high just reading this. Da ist wieder kein Rod drin. Das heißt, rein theoretisch müsste jetzt beim letzten noch der Rod drin sein. I wonder what dog name Frank would have given me. Vielleicht Pudel oder so. Wer weiß. Hier ist auch nochmal Rod drin. Aha, ich bin sowas von gut. Ich denke, dass das die Lösung ist. Auswählen. Oh, yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Ich bin so gut. Davids Hinweise, Nathans Hinweise. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Beim Entsperren, okay. There's a lot of numbers in here. Da ist ein Geburtstag und so drin. Also das könnte eventuell beim Entsperren helfen. Flyer. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Ob der das jetzt aber als Code nehmen würde, ich weiß es nicht. If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Okay, da das jetzt aber vier sind, gehe ich mal stark davon aus, weil da Zahlen drauf sind, dass wir das wohl auch markieren sollen. Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. Ja. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Couldn't hurt to give this pin code a whack. Sim, ja. Ich meine, wenn er so dumm ist, könnte natürlich trotzdem sein, ne? Das wählen wir also auch aus. You're treading water, Otter. Try again. Ja, das heben wir mal auf hier. So, Papier. Würde ich gerne ansehen. So busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Okay, aber da denke ich mal, wird er auch nichts von nehmen. Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Ja, da sind vielleicht nützliche Kratzer drauf. Okay, Max. Let's blow this code up and go home. Okay, Super Max macht jetzt auch noch den Rest. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Okay, was er in der Woche der Party gemacht hat, dann schauen wir mal. David should have done way more than take photos of Kate. Das, ja, könnte eventuell ein Hinweis sein. Ich habe doch keine Ahnung.
I hope in this case that David has good tracking skills. Okay, Längen- und Breitengrad. Ich gehe mal davon aus, dass sie damit, wenn sie jetzt nicht ganz doof ist, was anfangen kann. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. Was ist das? Nimmt immer den gleichen Weg zum Unterricht. Braucht länger im Bad als andere. Ja, das ist natürlich auch wichtig. Dann würde ich sagen, dass wir die Auswahl erstmal aufheben. Und dass wir das nehmen. Schauen wir mal hier. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? So, Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Frank und Rachel treffen sich. Folge zum Leuchtturm. Wurde wegen Besitz von Rauschgift aufgegriffen. Ja, aber wir haben jetzt momentan nicht den Frank im Visier. Also würde ich normalerweise sagen, das ist jetzt erstmal unwichtig. Das Nummernschild, da weiß ich jetzt natürlich nicht, was das für ein Nummernschild ist. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Ja, wenn natürlich irgendwie ein Datum oder so draufstehen würde auf diesen Fotos, dann würde das hilfreich sein. You need to get rid of these damn cameras, David. Die Kameras, die könnten uns aber helfen, gehe ich mal von aus. Those clues are not related. Doch, es verbindet was. Du musst nur nachdenken. Soll ich erstmal die Kameras rausnehmen? Wir gucken uns jetzt erstmal die anderen Sachen an. At least David was finally going after the right suspect. Okay, aber das hilft uns jetzt nicht weiter auf der Suche, was er gemacht David hat. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Ich war überrascht, einen unangekündigten Besuch von Rachel Emma zu erhalten. Sie schien sehr aufgebracht und behauptete, David Metzen folgte ihr und fotografierte sie. David stritt dies ab und aufgrund der fragwürdigen Gesellschaft, in der Rachel sich neuerdings aufhielt, war ich nicht sicher, ob ich ihr glauben sollte. Ja, er folgte ihr. Das ist doch eigentlich auch wichtig. Looks like David was tracking somebody's car. Maybe even Nathan's. Good clue. Ja. Vielleicht ist das hier falsch. Was war denn das? Ja, da geht es jetzt nur um sie. Vielleicht sollte ich die Auswahl. Hallo? Die Auswahl erstmal aufheben. I must have missed something. Nein, du sollst es aufheben. Du sollst nichts vermissen hier. So, Max, das bringt uns nicht weiter. Das sind wir. Ach so, hier unten können wir gar nicht hin. Das habe ich jetzt nicht wieder ausgewählt. Nope. Maybe I should try to link other clues together. Dann versuchen wir es jetzt mal mit dem Foto von dem Auto. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. Spies are us. Ja, das ist doch gut, oder nicht? Dann mach das und nimm das mit rüber. Hallo? Das vielleicht? Looks like this isn't the right combination. Okay, das wohl eher nicht. Ja, ich bin trotzdem dafür, dass wir das machen. Ich mache jetzt mal wahllos einfach alles rein. Looks like this is not relevant at all. Ja, finde ich nämlich auch, dass das irrelevant ist, deswegen. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. Spies are us. Ja, deswegen habe ich ja gedacht, dass wir die da nehmen. No. This is not working. Was soll denn der Quatsch? Nee, das hatte ich eben schon. You're treading water, Otter. Try again.
I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. Ja, Nummernschilder und Koordinaten. Ich hab das schon verstanden. Du anscheinend noch nicht. Nummernschilder und Koordinaten. Sonst würde ich sagen, die nehmen wir. Max, there is no logical link between those clues. Und dann nehmen wir da die Auffall aus. Falls der das lieber ist. This is like goddamn math. I suck. Machen wir das wieder raus? And that's all she wrote. Ah! Please let me find some clues about Nathan in here. Hat mich auch nur 10 Minuten oder so meines Lebens gekostet, das rauszufinden. Ah, eins haben wir noch zum Untersuchen. Oh, scheiße. Okay. Let's start hacking. Papiertelefon. Ach so. Nee, das ist nichts zum Untersuchen. Das ist, um das auszuprobieren. Moment. SIM-PIN. Ich bin mal so blöd. Obwohl, muss ich mir das aufschreiben oder muss ich die Kombination nur raussuchen? Nee, ich kann es nicht auswählen. Okay, also ich schreibe mir das mal auf. Viermal die 1, das war die SIM-PIN. Dann gibt es noch diesen Zettel, den wir uns angucken können. Da stehen ganz viele tolle Zahlen drauf, die wir alle ausprobieren können. Es kann sich dann nur noch bis morgen oder übermorgen hinziehen, bis wir dann durch diesen Teil dieser Episode durch sind. Soll das eine 4 oder soll das eine 9 sein? Wahrscheinlich eine 4. 4, 4, 3, 6. Ist sehr kritzelig geschrieben, kann man fast nicht lesen. 5, 4, 3, 1. 9, 9, 8, 8. Naja gut, und die 542, die ist ja Blödsinn, weil es ist ja mal vierstellig. Und sein Geburtsdatum könnte man jetzt theoretisch noch nehmen. Das wäre dann der 29.8. Fragezeichen. 1995 eventuell? 1993? 1993 oder 95? Ich bin mir nicht sicher. Telefonnummer könnte man theoretisch auch noch nehmen. Würde ich aber wahrscheinlich eher nicht sagen, dass das das sein wird. Schreiben wir mal in Klammern auf. 7063. Und 10, 10 haben wir auch nochmal, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ach, da haben wir noch die von der Arbeit. Das ist die 8603. So, jetzt haben wir ganz viele Zahlen und haben noch nicht mal das Telefon, wo wir jetzt irgendwas. Ups. Wo wir jetzt irgendwas machen können. Ich wollte ja gar nicht rausgehen. Leertaste aufhören. Ach so, so komme ich raus. Okay. Hier ist nichts. Da kann ich noch mal das untersuchen. Ach so, die Bilder noch mal einzeln untersuchen, oder wie? Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Woher soll ich das denn jetzt wie soll ich das denn rauskriegen? Yep, another car David was tracking. Ach so, da. TWNPKS. TWNPKS. Merke ich mir doch nie. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Okay, roter Geländewagen, der hinten kaputt ist. Also den wählen wir schon mal aus. Das heißt, die beiden sind das eigentlich, oder? Interesting. Is this Nathan's car? Könnte sein. Könnte aber auch nicht sein. Und das hier? Hm. Who does this car belong to? Moment, das hat hinten den Scheinwerfer kaputt. Ja, ja, genau. Das ist das Auto. Jetzt müssen wir wohl noch mal eben gucken. SXFTNDR. Ich mit meinem tollen Gedächtnis schreibe mir das mal lieber auf. Wenn ich jetzt hier noch mal 10.000 Sachen öffnen muss, dann habe ich sowieso wieder vergessen, was das für Kennzeichen war. Es tut mir leid, liebe Leute. Das waren, glaube ich, andere Koordinaten. Who else was David tracking here? Das war's nicht. Why the hell are you following this? Das war's auch nicht. And to where? NDR. Ja, hätte ich gewusst, dass das das Einzige ist, was so anfängt, dann. Oh yes. Ja. Now we're finally getting somewhere.
Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel.